Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, dann freut uns das. Ein Regenbogen ist das Zeichen dafür, dass der Sturm, dass der Regen vorbei ist und dass jetzt sich das Licht der Sonne bricht in der Luftfeuchtigkeit, die aufsteigt. Ein Regenbogen ist so ein hoffnungsvolles Zeichen. Das kann einen auch sehr trösten, wenn man in großem Kummer oder Not oder voller Sorgen so einem Regenbogen am Himmel begegnet. Diesen doppelten Regenbogen habe ich im letzten Sommer in einer sehr schwierigen Situation entdeckt und habe ihn dann voller Begeisterung fotografiert. Einmal, weil es ein ganz besonderes Motiv war und andererseits, weil es mich in meinem tiefsten Herzen berührt hat, der Regenbogen als Zeichen der Hoffnung. So eine Art Regenbogen ist der heutige Bibeltext, den wir gemeinsam lesen, Offenbarung 21, 1 bis 8. Das lesen wir heute am Montag, dem 12. November 2018, in der Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden, unter dem Thema Unvorstellbar zugesagt, alles neu. Wir nähern uns langsam dem Ende der Offenbarung des Johannes. Wir haben ja jetzt wochenlang die einzelnen Kapitel der Offenbarung durchgekaut. Und jetzt haben wir Kapitel 21 und dann folgt noch 22 und dann sind wir mit diesem ganzen großen Buch fertig. Am Ende steht die Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde. Und deswegen habe ich das Thema so genannt, unvorstellbar zugesagt, alles neu. Denn das ist etwas, was wir uns kaum vorstellen können, was aber dieser Text uns zusagt. Offenbarung 21, Vers 1. Der Seher Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies erben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wie gesagt, hier wird die totale Erneuerung der Erde und des Himmels verheißen, felsenfest zugesagt. Denn da heißt es: Schreibe, das ist wahrhaftig und gewiss. Der auferstandene Herr Jesus Christus, der bekräftigt das noch einmal dem Seher Johannes, um zu sagen, das ist nicht nur einfach eine schöne Vision, ein schöner Traum oder ein Hirngespinst. Nein, das ist wahrhaftig und gewiss. Das kommt so wirklich.
Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das hatte schon der Prophet Jesaja viele hundert Jahre vor Jesus als prophetische Vision von Gott empfangen. Die Idee, dass die gefallene Schöpfung eine Totalerneuerung braucht, die ist also nicht erst beim Seher Johannes, sondern durch die Geschichte Gottes mit seinen Menschen, mit seinem Volk und damit seiner Gemeinde hindurch, ist das immer wieder angeklungen. Die Geschichte Gottes mit seiner Welt, die Geschichte Gottes mit den Menschen steuert auf die Totalerneuerung zu. Warum? Weil der Schaden in der alten Schöpfung nicht zu reparieren ist. Das kennen wir ja aus Computerprogrammen, aus Problemen mit dem Betriebssystem, dass es manchmal keine andere Lösung mehr gibt, als alles zu löschen und das komplette Betriebssystem neu aufzuspielen, um zum Beispiel Zerstörung von Daten oder bestimmte Viren, die sich breit gemacht haben, einfach auszumerzen, unschädlich zu machen, dass man so nach einer neuen Installation eines Computers praktisch einen neuen Computer vor sich hat. Genau das passiert am Ende der Zeiten, wenn Gott Himmel und Erde vergehen lässt, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Das ist die totale Neubespielung. Das ist etwas ganz Fundamentales Neues, weil der Virus der Rebellion gegen Gott die alte Erde und den alten Himmel so dermaßen geschädigt hat und beeinträchtigt, dass nur eine Neuschöpfung das Problem beheben kann. Deshalb ist es auch konsequent gedacht, dass alle Rebellion gegen Gott dafür überwunden werden muss. Das geht in zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Menschen ihre Rebellion gegen Gott beenden, Jesus Christus als ihren Herrn annehmen, Vergebung ihrer Schuld erbitten und fortan aus der Verbindung mit Christus ihr Leben gestalten. Also die Rebellion in ihrem Herzen überwinden und immer wieder neu überwinden und sich so Christus unterordnen. Das sind all die Menschen, die im Buch des Lebens stehen, wie wir gestern gelesen haben. Entschuldigung, vorgestern am Samstag. Das sind die, die im Buch des Lebens stehen, die die Rebellion gegen Gott aufgegeben haben. Und die sie sich haben vergeben lassen. Die anderen sind die, die in der Rebellion verharren, die bis zum Schluss gegen Gott rebellieren. Dazu gehört natürlich in der unsichtbaren Wirklichkeit auch der Widersacher Gottes, der Durcheinanderbringer, der Satanas, der Teufel und die Dämonen, die die ganze Rebellion angezettelt haben. Die werden von Gott in den sogenannten feurigen Pfuhl geworfen. Genauso wie alle, die in der Rebellion gegen Gott verharren. Das ist harte Kost in der Offenbarung des Johannes, aber auch in vielen anderen Texten der Bibel, dass die Zeit auf einen doppelten Weltausgang hingeht. Die Geschichte der Menschheit endet nicht einfach in Friede, Freude, Eierkuchen, sondern in einer Trennung zwischen denen, die für alle Ewigkeit zu Gott kommen, in die Gemeinschaft mit ihm, in die ewige Herrlichkeit, und denen, die für alle Ewigkeit von Gott getrennt sind. Dieses Bild des feurigen Pfuhls, die Flammen der Hölle, das muss man sich ja nicht so vorstellen, dass da die Dämonen und die gegen Gott rebellierenden Menschen
gebrutzelt werden. Nein, Flammen sehnen sich nach Sauerstoff. Und Flammen lodern, weil sie Sauerstoff verbrauchen. Das ist eine Sehnsucht nach Leben. Und so können wir uns Hölle vielleicht vorstellen, Trennung von Gott. Dass wir uns nach Leben sehnen, es aber nicht mehr erreichen können. Ganz im Gegensatz dazu, dass im Himmel, in der Nähe Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott, da wo er wohnt, wie es in diesem Text heißt, in Offenbarung 21, dass da das Wasser des Lebens fließt, dass da die Quelle des Lebens sprudelt, dass da Leben die Fülle ist. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Das ist der Unterschied zwischen Ewigkeit bei Gott und Ewigkeit ohne Gott. Jeder ist eingeladen, sich auf den Weg in den Himmel zu machen. Christus zu vertrauen, Vergebung der Schuld zu erbitten und zu empfangen. Mit Gott zu leben, aus der Gnade heraus von ganzem Herzen zu versuchen, das Gute zu tun. Und immer wieder neu aus der Gnade heraus durchzustarten und immer neu die Rebellion gegen Gott im eigenen Herzen zu überwinden, um dann in Übereinstimmung, in Einheit mit Gott zu leben. Dieser Weg führt in die neue Welt Gottes. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich mache alles neu. Alle Folgeschäden der Rebellion gegen Gott sind total überwunden. Keine Vergänglichkeit mehr, kein Tod mehr, keine Krankheit, kein Geschrei, keine Konflikte mehr, keine Gewalt mehr, kein Krieg mehr, nie mehr Verzweiflung, nie mehr Depression, nie mehr Gegeneinander, nie mehr gefallene Schöpfung, nur noch neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde, Herrlichkeit, Glück, Seligkeit, totales Erfülltsein, angekommen sein, zu Hause sein, überwältigt sein von der Erfahrung der Gegenwart Gottes, der tatsächlich erfahrenen Gegenwart Gottes, überwältigt vom Licht des Himmels, überwältigt von der Schönheit Gottes, überwältigt von der Erlösung. Das ist das große Ziel all derer, die Christus vertrauen und sich ihm anvertraut haben. Dieser Text ist wirklich wie so ein doppelter Regenbogen. Nicht nur individuell, sondern auch für die Gemeinschaft aller Gläubigen. Ja, und auch angesichts der ganzen Weltentwicklung, die teilweise so bedrohlich ist, manchmal so bedrückend oder aussichtslos erscheint. Wir leben auf das Ziel zu, wo alles neu ist. Und deswegen ist die Offenbarung des Johannes ein Buch des Trostes und der Hoffnung, trotz apokalyptischer Vorhersagen und Entwicklungen für die Weltgeschichte, trotz doppelten Weltausgang, Himmel oder Hölle. Weil niemand in der Trennung von Gott enden muss, weil jeder eingeladen ist, in der neuen Welt Gottes, im neuen Himmel und der neuen Erde anzukommen. Wer Christus vertraut, wer ihm folgt, hat Grund, in jedem Regenbogen den endgültigen Regenbogen zu sehen. Die Verheißung, dass Gott alles, aber auch wirklich alles rund erneuern wird. Auch uns selbst, aber auch alle anderen und alles andere. Herr Jesus Christus, wir sind überwältigt von der Aussicht auf Erlösung, auf Herrlichkeit
auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Wir sind überwältigt von der Aussicht auf Leben in deiner Nähe, in deiner Gegenwart. Wir sind überwältigt davon, dass es eine Existenz geben wird, die befreit ist von allem, was uns in der irdischen Existenz bedrängt und bedroht, ja, umbringt. Danke für diesen doppelten Regenbogen, der gilt für alle Zeit, bis wir dich sehen. Danke für die Hoffnung, die du gibst. Danke für die Zuversicht, die wir haben dürfen. Und jetzt hilf uns, Herr, dass wir andere zu dieser Zuversicht einladen, andere einladen, sich auf dich einzulassen, dir zu vertrauen, dir zu folgen und so mit uns gemeinsam dieser herrlichen Zukunft entgegenzugehen. Dazu hilf uns, Herr. Amen. Das war die Atempause heute vom Montag, den 12. November 2018. Unvorstellbar zugesagt, alles neu nach Offenbarung 21, 1 bis 8. Vielleicht kann dich in Zukunft jeder Regenbogen daran erinnern, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und dass wir auf etwas zugehen, was alles, aber auch alles, was wir bisher erlebt haben, bei weitem in den Schatten stellt. Gott segne dich, Gott behüte dich und erfülle dich mit ewiger Hoffnung. Bis morgen, wenn wir weiterlesen in Offenbarung 21. Bis dahin.